Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Im letzten Video haben wir uns ja schon mit dem Saatgut beschäftigt und jetzt machen wir weiter in der Serie, bis die Anzucht startet. Und zwar geht es heute mal um Pflanzenlichter. Insbesondere schauen wir uns heute mal ein Power-Pflanzenlicht an von Flower Power. 999 Euro kostet das, ist echt ein stolzer Preis, aber dafür ist auch einiges dabei. Schauen wir uns gleich an. Außerdem geht es am Ende des Videos noch ein bisschen um alles das, was man für die Saatgut so braucht. Und das nächste Video, was dann kommt, da seht ihr schon die ersten Aussaaten. Viel Spaß dabei und los geht's jetzt nachkommentiert wie immer hier hinter mir am PC. Das Video für euch, viel Spaß dabei und los geht's. Ja, und vor uns haben wir die Flower One von Flower Power. Ein Anzuglicht für 999 Euro und das hat es wirklich in sich. Hier hinten könnt ihr schon eine Öffnung sehen und zwar kommt dort ein Aktivkohlefilter rein. Dann habt ihr hier an der Seite den Luftausstoß vom Lüfter. Und ihr seht an der Seite die beiden Aufhänger, Stromkabel und so weiter. Hier an der Seite habt ihr noch eine Schelle. Da könnt ihr dann das Lüftungsrohr befestigen, falls ihr ein Ablüftungsrohr dran machen wollt. Dann rechts das Kabel. Hier sehen wir es mal genauer. Damit können wir mit den Karabinerhaken das LED-Pflanzenlicht aufhängen. Und dann sehen wir hier noch einen kleinen Kühler. Da können wir auch das Licht dämmen. Es gibt eine Zusatzsteckdose und ganz rechts im Bild ist eine integrierte Zeitschaltuhr. Damit könnt ihr dann einstellen, wie oft und wie lange das Pflanzenlicht bei eurer Jungpflanzenanzucht leuchten soll. Und im Hintergrund, da seht ihr schon den fertigen Aktivkohlefilter und den könnt ihr regelmäßig beim Pflanzenlicht natürlich austauschen. Das heutige Video ist in freundlicher Unterstützung entstanden mit Flower Power. Das heißt, sie sponsoren mir dieses Ding, damit ich es mal testen kann. Ich hoffe, euch gefällt das. Ist sicherlich nicht für jeden was, für eine kleine Anzucht 999 Euro für ein Licht auszugeben. Aber ich finde es mal ganz spannend und deswegen wollte ich euch dieses Video natürlich nicht vorenthalten. Hier seht ihr nochmal links Steckdose. Ganz einfach, machen wir mal auf. Gibt es eine Zusatzsteckdose, falls ihr noch eine Heizung oder sowas dran baut. Hier Licht. Dann hier haben wir nochmal einen Lüfterboost, der steht gerade auf an. Zeigen wir euch gleich auch nochmal, wie das Ganze dann anhört. Und links unten habt ihr gesehen, da geht das Licht an und aus. Und hier seht ihr jetzt im Hintergrund, kann man das Licht super mit dimmen. Von 2% bis 100% könnt ihr das Licht dimmen. Lüfterboost aus, Licht aus. Und dann schauen wir uns rechts nochmal die Zeitschaltuhr an. Kleiner Kasten geht hoch und dann habt ihr dort verschiedene Bedienknöpfe, um die Uhrzeit zu ändern, um die Uhrzeit zu ändern, in der das Pflanzenlicht leuchten soll und weitere Sachen. Ja, das Pflanzenlicht, das haben wir heute tatsächlich erst aufgebaut, deswegen können wir euch noch gar nicht so viel dazu sagen. Wir testen es ja selber erst in dieser Saison und wenn euch das interessiert, dann abonniert gerne unseren Kanal Felix Hobbygarten kostenlos, denn dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und ihr seht schon, wir sind gestartet mit Chilis und Erdnüsse. Anzuchtvideos kommen demnächst auch. Das hier ist das letzte Vorbereitungsvideo quasi und dann geht es wirklich los mit der Aussaat, mit der Anzucht und da freuen wir uns schon sehr drauf. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, die Videos über die Aussaat. Auch wenn es jedes Jahr das gleiche ist, freuen uns immer wieder auf die Aussaat und euch mit Aussaatvideos zu versorgen. Ja, zurück zum Flower Power Flower One. Hier an der Seite habt ihr nochmal ein Schild. Ich leuchte mal drauf, dann seht ihr es noch ein bisschen besser. Modell Flower One. Seriennummer 0172 und Baujahr von 2021. 330 Watt, davon ist die Lichtleistung 320 Watt und 10 Watt entspricht dann der Leistung vom Lüfter. Ja, so sieht unser Anzuchttisch aus. Mittlerweile haben wir schon echt viel geschafft und jetzt hört euch mal den Sound der Flower One an. Ja, unsere gesamte Anzuchtkonstruktion ist jetzt fertig. Hier seht ihr nochmal das Flower One, wie wir stimmen. Hoch, runter von 2 bis 100% können wir dort die Lichtströme einstellen. Und wenn wir das auf 100% stehen haben, sage ich euch, damit können wir den ganzen Kellerraum beleuchten. Zusätzlicher Vorteil noch, in unserem Kellerraum ist es nicht ganz so warm. Und durch den Lüfter und das Power-LED-Licht wird es nochmal rund 1,5 Grad wärmer. Das haben wir schon gemerkt jetzt gerade beim Test. Wir sind aber sehr gespannt, wie sich das LED-Licht dann auch auf die Pflanzen auswirkt und die Pflanzen dieser Saison unter dem LED-Licht wachsen. Werden wir natürlich einen kleinen Vergleich machen. Pflanzen unter jetzt zum Profi-LED-Licht und unter einem ganz einfachen LED-Licht. Da sind wir auch sehr gespannt, ob man da wirklich große Unterschiede sieht und wie das Ganze dann so läuft. Ja, hier seht ihr nochmal Chilis. Wir sind mittlerweile schon bei Chilis und Erdnüssen bei 22 verschiedenen Sorten. Das wird auf jeden Fall wieder eine Vielfalt in diesem Jahr.
Ja, und dann schauen wir hier mal, was wir sonst noch so im Anzuchtraum haben. Habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Wir haben ja einmal eine Heizung, verschiedenes Saatgut liegt schon bereit, Erdbeeren, Zwiebeln und so weiter. Und alles wird natürlich überwacht. Wir haben hier einmal ein einfaches Thermometer, das zeigt hier gerade 21 Grad in etwa an. Und das andere Thermometer, da sind wir bei ja, 18 Grad. Also ist doch ein kleiner Unterschied. Aber wir haben uns noch für die Heizung ein kleines Thermostat bestellt, dass die Heizung immer unter 20 Grad anspringt, sodass der Raum nicht abkühlt und die Pflanzen gut wachsen. Ja, das war es soweit von diesem Video. LED-Lichter, Erde, all das, was wir so verwenden, das verlinken wir euch unten mal in der Videobeschreibung. Und da möchten wir auf jeden Fall gerne noch von euch wissen, wie sieht es bei euch aus mit der Anzucht in diesem Jahr? Seid ihr schon gestartet? Wartet ihr noch? Wir sind, wie ihr gesehen habt, schon mit Chilis gestartet. Ansonsten haben wir auch noch nichts ausgesät. Also, falls ihr noch nicht ausgesät habt, fühlt euch da noch nicht so unter Druck gesetzt. Hier seht ihr nochmal unsere Anzuchterde aromatisch und den Floragard Grow Mix zum Pikieren. Und falls ihr das letzte Video vom Saatgut noch nicht gesehen habt, dann schauen wir jetzt oben rechts, da verlinke ich euch das Video, dann könnt ihr das zum Ende jetzt nochmal anschauen. Und ansonsten danke ich euch fürs Zusehen von diesem Video und ich danke Flower Power fürs Bereitstellen von diesem LED-Licht. Bin gespannt, was taugt und was es in dieser Saison dann darunter so zu wachsen gibt. Wir sehen uns im nächsten Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst und ciao.